Hallo Community und moin moin YouTube. Wie geil ist denn bitte das? Der Microsoft Flight Simulator ist seit heute in der Cloud. Das bedeutet, auch Spieler der Xbox One, Xbox One S und Xbox One X können ab sofort, solange sie den Ultimate Game Pass besitzen, Microsoft Flight Simulator spielen. Und das war das einzige Spiel, Community, wo ich bis jetzt die Xbox Series Besitzer drum beneidet habe, über meine Stadt zu fliegen. Ich erkläre euch alles, auch wie ihr günstig an Ultimate kommt, im laufenden Video. Willkommen nochmal auf Smarty Let's Play. Ich bin der Smarty. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob ich die Nachricht verpasst habe. Mir war ja bekannt, dass daran gearbeitet wird, dass das Umfangmonster Microsoft Flight Simulator in die Cloud kommt und irgendwann auch in diesem Frühjahr passieren sollte. Habe ich es verpasst? Habe ich es übersehen? Keine Ahnung. Ich habe gerade einfach die Nachrichten durchgeblickt und ich bin einfach nur so baff und so glücklich, weil, wie schon in der Intro erwähnt, darauf habe ich gewartet, das wollte ich so gerne spielen. Einfach mal so entspannt ein paar Stunden über die Welt fliegen. Gerade vielleicht auch Corona, keine Ahnung. Ich freue mich so. Also, ich nehme euch kurz mit auf den ersten Eindruck und was ich so gerade erlebt habe. Schilder euch, wie es mit der Cloud und Latenz läuft. Und am Ende erkläre ich nochmal kurz einen relativ bekannten Trick, wie ihr den Ultimate oder das Upgrade von Xbox Live Gold auf Ultimate sehr, sehr günstig bewerkstelligen könnt. Die meisten wissen es, aber vielleicht der ein oder andere nicht. So, was macht man, wenn man als erstes in einem Flugsimulator ist? Man checkt die Flughäfen in seiner Umgebung. Ich wohne so am Niederrhein, Nähe Düsseldorf, und dementsprechend dachte ich mir dann, okay, Düsseldorf, da oben ist ja schon EDDL, ziemlich genial. Aber dann dachte ich mir, Moment, ich habe ja hier direkt um die Ecke so einen Mini-Kleinflugzeugflughafen, so für, ich sag mal, Hobbyflieger, und dachte, gib doch mal München-Gladbach ein, da fährst du doch immer dran vorbei, heute Morgen noch, und tatsächlich, er ist da. Okay. So, und wohin fliegen wir mal kurz? Also der Plan, ich werde nicht komplett mit euch jetzt fliegen, aber natürlich in meine gute alte Heimat, ins Ruhrgebiet, nach Essen. Denn da kommt der Smarty her, Ruhrpott Rules Community, so sieht's aus. Watt und Dattland. Also, natürlich gibt's den auch, das ist aber auch nur so ein kleiner Regionalflughafen. Aber alles in Ordnung, alles erstmal gucken, und da ist er tatsächlich auch drin. Das ist und soll ja so ein Umfangsmonster sein. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles so hier entwickelt. Aber ich kann schon mal vorab sagen, halbe Stunde jetzt geflogen vor dem Video und alles geht gut. Alles geht gut. Ich spiele jetzt hier auf einer Xbox One X und dementsprechend aber auch über die Cloud, also auch mit der Latenz. Und ich muss sagen, ich habe sie eigentlich minimal, aber unwichtig wahrgenommen. Auch hier mache ich mal für euch die offiziellen Ladezeiten. Kein Vorspulen, alles in Realtime. Ihr solltet einen fairen Eindruck bekommen, wie es sich denn hier so hochlädt und wie lange es dauert, bis der Smarty im Spiel ist. Und ich muss sagen, ich weiß, dass die Serverzentren komplett auf Xbox Series S oder X umgerüstet wurden. Also dementsprechend spiele ich ja in Anführungszeichen jetzt hier gerade eine Series X. Und da musste ich schon so lachen. Da ist eine Trabrennbahn, so eine Pferderennbahn. An der bin ich vorhin noch vorbeigefahren. Ich habe sie sofort erkannt. Also ein paar Grafiken am Anfang, habt ihr vielleicht kurz gesehen, sind ein bisschen aufgepoppt. In der Cloud ist ja, glaube ich, 1080p, 30 Frames Limit. Aber trotzdem, ich habe sofort alles erkannt. Ich mache jetzt hier kein spannender Video. Ihr seht jetzt nicht die Details, wo ich wohne, aber ich kann euch auch hier bestätigen, ich weiß jetzt, wo mein Haus wohnt. Ja, ich habe es erkannt und ich würde es wiederfinden. Unfassbar. Hier direkt, das ist der Flughafen. Ich steige hier mal, wechsle jetzt, glaube ich, gleich die Ansicht. Und gleich auf der linken Seite direkt erkenne ich sofort die Trabrennbahn. Und da bin ich vorhin noch vorbeigefahren, heute Morgen einkaufen. Genial, genial, genial. So, damit bin ich eigentlich auch schon durch. Latenz kurz erwähnt, keine Probleme. Es steuert sich butterweich. Grafik, Technik,
Ja, erstmal ein bisschen gucken, wenn man in größere Gebiete kommt. Hier ist ja alles ein bisschen flach und ländlich. Und die Texturqualität ist so, ja. Aber ich habe es wiedererkannt. Und das gibt mir einfach ein Feeling. Unfassbar. Gänsehaut. Genial. Zum Abschluss nochmals kurz die Erklärung zu Ultimate für die, die es nicht kennen. Natürlich, und ich kenne immer noch eine Menge, die bezahlen monatlich Xbox Live Gold. Es gibt einen ganz einfachen Weg. Ihr kauft euch nicht irgendwie den monatlichen Abo, sondern ihr geht etwas anders daher, sondern geht über einen dieser Key-Händler wie Emoga, wie Eneba und kauft euch dort ein zum Beispiel Jahrescode für Xbox Live Gold. Das machen schon viele, dafür bezahlt ihr aktuell, ich glaube, 45 Euro für ein Jahr. Ihr merkt schon, günstiger, als wenn ihr ein monatliches Abo habt. Und jetzt kommt der ganz einfache Trick, den auch schon viele kennen. Ihr kauft, nachdem ihr ein Jahresabo Gold gekauft habt oder ein Zwei-Jahres-Abo, was ihr auch wollt, maximal geht 3 Jahre, kauft ihr euch bitte bei dem gleichen Händler nochmals einen Key für ein paar Euro für ein paar Tage Ultimate. Ob das jetzt eine Woche ist, ein Monat ist oder ein Tag ist, ist dabei irrelevant. Egal. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr löst diesen, ich mache jetzt als Beispiel, diesen Jahrescode Xbox Live Gold ein und löst danach, und ich betone danach, eure einwöchige, einmonatige Ultimate-Code ein. Und dann wird Microsoft euch dieses Upgrade honorieren und eure komplette aktuelle Gold-Laufzeit wird Ultimate. Das heißt, aus einem Jahr Gold und einer Woche Ultimate als Beispiel wird 1 Jahr und eine Woche Ultimate. Ohne weiteren Aufpreis. Microsoft kennt den Trick. Es wird momentan toleriert, schon seit 2-3 Jahren. Irgendwann ist das zu. Nutzt es also, solange es möglich ist. Das war's. Genial. Schaut euch um. Es läuft flüssig, einwandfrei. Ich fliege jetzt erstmal nach Essen und besuche mal meine Eltern. So, in dem Sinne, ich bin raus. Alles Liebe, alles Gute. Ein Like oder Abo wäre natürlich wie immer total nett. Danke euch. Ich bin raus. Tschüss, euer Smarty.